weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo wir zuletzt stehen geblieben sind, weil das letzte Mal, dass ich das gestreamt habe, ist ja mittlerweile auch eine Woche her. Oder? Ich glaube, letzte Woche Montag? Ja, Montag war's. Huch! I'll work hard. I am not a bad fella. You'll soon warm to me. Just see that I do. Oh, you will. And boy, thank you for saving my life. Yeah, of course. Anyway, I won't disturb you. Sure. Was ich mit meinem Ranking-System gemacht habe? Nichts. Was ist denn damit? Ist da irgendwas komisch? Hä? You know, it's not too late to repent, my Mexican friend. Oh, in that case, I'm sure there's priests will have. Was ist damit jetzt faul? Ist doch alles richtig mit dem Ranking-System. Ich habe da nichts umgestellt. Was habe ich? Ich habe Eric und Tim kaputt gemacht? Nein. Hä? Ist doch alles in Ordnung. Was willst du? Was willst du, Fru? Was willst du? Hä? Tim hat 1935 Punkte. Eric hat 1205 Punkte. Du hast 805. Dann kommt Hannah mit 725. Und dann der Flo mit 680. Ist doch alles gut? Arthur! Arthur, how you been? I've been real worried. What do you want? Don't be like that. All right, just a few bucks. I'm short. Get lost. Well, I'll go try someone with a heart. You do that. Well, I should get back to it. All right then. Ja, was in dem Spiel besonders geil gemacht ist, muss man wirklich so sagen. Man kommt hier zum Beispiel in das Lager manchmal rein und dann kriegt man einfach eine Random Quest. Einfach mal so, ey, hier, geh mal mit mir angeln. Ey, hier, geh mal mit mir irgendwo ein Haus ausrauben oder sowas. Das passiert relativ selten. Aber wenn es passiert, finde ich es geil. Das hat echt, das hat was. So, jetzt hängt mir das Ding wieder in der Nase rum. So, ich will weiter runter. Hier sind nur noch drauf und dran, Punkte zu sammeln. Jo, lass sie doch. Das ist ein Suchtmittel. Was geht denn jetzt? Okay. Letztens hat Eric einen PC-Stream angelassen, obwohl er nicht zu Hause war. Ja, kann er doch machen. Ist doch vollkommen okay. Das. Ich finde das vollkommen okay. Da steht wenigstens eine Zahl da. Gib es offiziell auf. Ist mir zu stressig. Montag Praktikum, danach arbeiten. Und dann beim. Das Heimhetzen ist zu stressig. Auch so. Ja, und dabei streame ich aber doch schon relativ spät. Also, wie lang geht denn dein Praktikum? Hä? Wie fängst denn du da an? So. Arthur. Jetzt quatsche ich endlich mal mit dem her. Der geht mir nämlich die ganze Zeit schon auf den Keks. Dutch? Miss O'Shea? Well, feels like we are finally getting back on our feet. You find a buyer for them bonds we stole? Not yet, but Jose is working on it. When we heading west? Soon? I don't know. Feels like things have changed. The whole world's changed. But they don't want folk like us no more. We're being hunted. We are smarter than them. Only the feeblest of men take jobs in the government. I hope so. Trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. They got Micah! Dutch! Arthur! What's going on? They got Micah. He's been arrested for murder. What? He was in Strawberry. It's okay, and son. Breathe. They nearly lynched me. They got Micah and the sheriffs in Strawberry. And there's talk of hanging them. Here's open. Arthur. What? The fool brought this on himself. You know my feelings about him, Dutch. You think I can't see past his bluster to the heart inside? He is a fine man. No. I ain't saving that fool. I can't go. My face will be all over West Elizabeth. I am asking. He would do it for you. I don't think he would, but fine, all right. Arthur. You okay, Lenny? Yeah, of course I'm okay. You don't seem okay. You take that kid into town. Valentine, not Strawberry. Get him drunk. And Arthur,
No crazy business. I've given that up. And you get Micah out of that jail. Mama. Come on, son. I'll get to it, Dutch. Just can't drop everything. So. Steigen wir mal wieder auf die hässliche Gisela. Meine Güte, ey, ihr habt die echt verunstaltet. Was wollt ihr? Bis 17 bis 18 Uhr. Das geht doch noch, da musst du doch nicht hetzen. Da hast du doch immer noch 2 Stunden, bis ich anfange. Ist doch alles gut. Du hörst mich jetzt auf dem PC und schreibst auf dem Laptop. Okay. Musst mal schauen, eventuell, dass du beim PC im Browser gibt es die Einstellungsmöglichkeit Hardwarebeschleunigung aktivieren oder deaktivieren. Eventuell mal schauen, dass du die deaktivierst. Vielleicht geht es dann. Also, dass die Grafikkarte nicht genug Bums hat, um das Video jetzt vernünftig wiederzugeben. Das könntest du mal schauen, eventuell, ob das geht. Machst du das für mich? Oh, Handherz. Ja. Ach so, liegt beim WLAN. Das kann natürlich sein. Ja, er macht das nur für Punkte. Ist mir doch egal, ob du das für Punkte machst oder um bei mir einzuschalten und jetzt mitzumachen. Du schreibst doch eh oft genug. Von daher ist das doch top. Ist doch alles gut. So, okay. We finally get off that mountain, then this. Micah's got a crazy side offer. What were you boys doing? You're supposed to be scouting ahead for us. I kept asking him what we was doing, but he was... You worry too much, kid. Just some business to attend to, kid. You know how he is. Yes, I do. He was half soaked before we even got there. Then we ran into some fellas. One of them Micah knew, drank some more. And this is supposed to be a dry town we're in, too. Then he shoots one of them. I know how that goes. Couldn't even tell you quite how. Happened like the strike of a match. The law was on us fast, too. They was ready to strangle me up there and then. But I got away, just about. You're all right now. We'll take care of it. So you're gonna go get him? I'll come with you. Nah, you leave it to me. For now, let's drink some. Forget about Mike. It was drink that started all this. We'll just have a cup. Settle you down and head back, okay? Okay. Now, I should warn you. Me and a couple of the other boys, we got in a bit of a fight last time we was here. What kind of fight? Oh, nothing big. No, we kept it clean. We're all good. If you say so, Arthur. Okay. Gut, gut. Ja, es ist manchmal ein bisschen doof, wenn man so nebeneinander herreitet. Dann schubst man sich mal gegenseitig oder schubst sich auch um. Das passiert häufiger mal. So. Okay. Gucken wir doch mal. Hier waren wir doch schon mal letztens gewesen. Na? Bind das Vieh doch mal an. Hallo? Oh, jetzt. So, dann gehen wir doch mal an den Tresen. Vielleicht wieder was zippeln, ne? Gucken wir mal. Hier ist schon ordentlich was los. Darf ich mich hier noch irgendwo dazustellen? Hallo? Hallo? Good evening. Good evening, Mister. Ach, ich muss mich hier dazwischen stellen, oder was? Gut, dann stelle ich mich halt hier dazwischen. Wenn ihr meint, dass ich mich da dazwischen quetschen muss, bitte. Ach. Kohlen auf den Tisch. Just one or two, right, Arthur? Of course, just a drink. No big drama. Can we get a couple beers, please? You, I don't want no trouble. You'll get none from me. I was defending myself. Tommy, he's... He'll be fine. Here, have one for yourself. Thank you. Micah seemed to know a lot of people. That was the problem. How you mean? I mean, I done seen a lot of crazy stuff, but Micah... A lot of crazy stuff. Will you shut up? Be quiet, buddy. No. Solche Menschen kann ich ja leiden. Oh, they're dullards. My lord. You men is dull. And leave this fool alone. Leave the fool alone.
People been leaving me alone for the last 10 years. Listen, buddy. You're a charming fellow. One of the best. Mitgenommen aus. But me and the kid here, we're trying to talk business, so could you possibly leave us alone? No offense intended. Ain't no pleasing some folk. Geh einfach weg. Just trying to be friendly. Ja, nett. Ja, der hat jetzt einen Bart. Ich habe ihn mal wachsen lassen. So von wegen No Shave November und so, weiß Bescheid. That's great, Martin. Lenny, where are you? Hey. Lenny, where are you? Hey, wir haben ein bisschen über den Durst getrunken. Hallo. Ich hab dich aber gefragt, Mann. Wo ist denn der Schwarze? Wo ist er denn hin? Ich kann ihn nicht sehen. Hallo. Der ist bestimmt nach oben gegangen. Ich guck mal nach oben. Das ist er auch nicht. Was denn? Wer ist doch schwarz? Ist doch keine Beleidigung. Darf doch schwarz sagen. Da ist es doch. Das ist doch. Gucken die an, er ist ein bisschen schwarz im Gesicht. Hoppala. Huch, was ist passiert? Ein Rein halt. Ist er schon wieder weg, oder was? Oh. Ah, da unten ist er. Klappt sich. Ich hätte auf der anderen Seite runtergehen können. Das wäre einfacher gewesen, aber... Hui! Alles dreht sich um mich. Von wegen... Sonne dreht sich... Nee, die Erde dreht sich um die Sonne. Alles dreht sich um mich. Eieieiei. Auch nicht schon wieder. Shut your mouth, Mister. Oh ne. Was ist hier los? Huch. Hä? Ah. Das ist befreiend. Ah. So, jetzt geht es mir ein bisschen besser. Ich habe wieder Platz geschaffen. Ich doch nicht. Diese Tür auf. Ui, Lenny, where are you hiding now? Wo bist du denn? Lenny. Lenny! Wo ist er denn? Ist bestimmt wieder oben irgendwo, hä? Oh Gott. Ui. Das geht mir nicht ganz so gut. Ist er das? Nee. Juhu. Oh Gott. Wow. Hallo, wo bist du? Lenny. Lenny! Bastard! Das ist er auch nicht. Ist er vielleicht hier draußen? Komm ich nicht hin. Schade. Hier? Auch nicht. Hä? Wo ist er denn? Diese Tür geht nicht auf. Was? Was? Was ist das verkehrt rum? Oh Mann, ey. Das ist alles nicht so einfach. Lemmy? Oh, zu viele. Eindeutig zu viele. Damn it, Lenny, stop slumping off on me. Lenny, go ahead. Was ist hier los? Hilfe! Ah. Oh. Hallo? Hier ist er scheinbar auch nicht. So,
vielleicht hier drin? Die Tür geht nicht auf. Oh Mann. Junge, 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 Junge. Stoß, betrunken. Gott, hier sind ja ganz viele Lemmys. Lennys. Ja. Grüßt. Oh Mann, wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht mehr. Da hinten könnte er. Ah, hallo? Oh. Das ist er auch nicht. Verdammt! Das ist er auch nicht. Ich sehe überall nur Lennys. Was ist hier los? Ah! Huch! Huch! Oh, du stehst in jemand drin. Huch! Warum klatscht ihr euch denn? Hört ihr auf damit! Hä? Ich kann das auch! Was ist das? Was passiert hier? Hä? Oh! Oh, rein da mit dir! Will nicht ertränken. Nein! Aua! Ich in die Magen gegen. Das ist nicht nett. Was wollt ihr mit dem Schwein? Lasst das Schwein in Ruhe! Och Mensch. Oh, aua. Okay. Denen geht's nicht ganz so gut. Hä? Oh, soll ich noch besoffen wegrennen oder was? Das wird doch nichts. Warum sind die Balken denn so krumm? Oh, meine Fresse. Nö, geh weg, lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, was passiert hier? Oh Mann, Hilfe. Schön. Da liegt er nun. Hallo? Oh, das gibt Kopf. You moron. Wo sind wir denn? Not again. Wo bin ich denn? Mahlzeit. Hui, hui. Friedlicher Zeitvertreib. Naja, so friedlich war das ja nicht, ne? Was haben wir jetzt hier für neue Sachen? Nein, nicht das Protokoll. Ich wollte auf die Karte schauen. Wir haben jetzt zwei neue Quests bekommen. Einmal, lass mich raten, bestimmt im Lager. Einmal im Lager von Abigail. Und dann haben wir noch einen von Micah. Micah macht das Würstchen. So, wo ist Ferdi? Every time. Ah, nein, das Vieh ist natürlich wieder mal nicht hier. Das ist jetzt wieder ärgerlich. Das heißt, wir müssen es wieder suchen. Wo ist es denn? Jetzt muss ich nochmal auf die Karte gucken. Ich hatte sie gerade offen. Wo ist das Vieh? Sag mir nicht die... Hä? Würstchen? Ja. Maika macht das Würstchen. Würstchen sind lecker. So, okay. Wir sind aber direkt beim Lager. Ja gut, wenn wir direkt beim Lager sind, ist ja alles gut. Dann kann ich das Pferd zurückholen. Was ich nämlich in der Zwischenzeit auch gemacht habe. Nicht nur, dass ich ihm habe seinen Bart wachsen lassen oder ihm neue Klamotten besorgt habe. Nein, ich habe das Lager auch ausgebaut. Das kann man nämlich auch machen. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo ist es? Darunter muss man. Ist das ein Teddy? Ein Teddy mit einem Herz. Ach, das ist aber süß. Ja. Ja, habe ein bisschen das Lager ausgebaut. Ich zeige euch das gleich mal.
Okay, wir haben keine Energie mehr. Wir müssen erstmal irgendwie was zu uns nehmen. Wieso habe ich denn jetzt Geld? Ach nee, nicht Geld abgezogen. Ich wollte schon sagen. Dosenmais, nein. Was nehmen wir denn mal zu uns? Was irgendwie was ein bisschen bringt hier. Aprikosen zum Beispiel. Essen wir ein paar Aprikosen. Aprikosenfetzen. So. Hier gibt es wieder jede Menge Grünzeug. Erstmal durchwurschteln. Und da drüben müsste dann eigentlich auch das Lager sein, oder? Hä? Ja, genau, da hinten ist es. Bin ich so weit weg? Okay. Gut, ja, die Ausmaße. Aprikose in der Hose? Nein, in der Dose. Also wenn du Aprikose in der Hose hast, dann, ja. Wird es Zeit für eine andere Hose. Ja, ja, so. Komm ich jetzt noch? Klappe da, Viech. Brüllt er mich an. Muss hier irgendwie hoch. Ja, probieren wir es mal hier rum. So. Fühlt sich frisch und fruchtig. Auf jeden Fall. Das ist doch nicht mein Lager. Oder? Ach nee. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht das Lager. Gibt es hier noch irgendwas zum Looten? Weil das ist halt auch immer so eine Sache. Man muss sich halt überall umgucken, ob da nicht irgendwo eine Kiste verscharrt ist oder versteckt oder irgendwie sowas. Es gibt jede Menge Zeug zum Finden und wie gesagt, jede Menge Schätze auch. Hier liegt zum Beispiel ein Zettel. Ein Zettel, den untersuchen wir doch mal. Ein Brief. So. Lesen. Nein, nicht umdrehen, lesen. Ach, ich drücke immer die falsche Taste. Jedes Mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben geliebte Menschen verloren, aber wir sind nicht verloren. Wenn ich mich selbst an ihrer Stelle begraben lassen könnte, würde ich das ohne zu zögern tun. 10-mal, wenn es sein muss. Aber das geht leider nicht. Wir müssen weitermachen. Pause. Ist irgendeiner von euch bereit, die Flinte ins Korn zu werfen und sich geschlagen zu geben? Es ist noch nicht an der Zeit, alles verrotten und sterben zu lassen. All unsere Träume. Es ist noch nicht an der Zeit. Denn das ist alles, was wir haben. Was irgendjemand hat. Träume, Vertrauen, Mut, Ideen. Das macht mich zu dem, der ich bin. Diese Entscheidung macht mich zu einem Menschen. Macht mich zu einem Engel und nicht zu einem Affen. Okay. Also fragt euch, was macht einen Mensch aus? Und hier habt ihr die Antwort. Geht wie ein Mensch, der an eine Freiheit und seinen eigenen Willen glaubt. Und an seinen Gott. Wisst, dass es einen Himmel gibt. Oder versteckt euch in einem Baum. Wie ein gottverdammter Affe. Okay. Dann sage ich noch was anderes über die Freiheit. Dieses Miller-Zitat. Kann ich gerade nicht. Ja. Die ganze Idee von Amerika ist Freiheit und so weiter. Gut, das ist, ja, wie auch immer. Nehmen wir es einfach mal mit. Ist das hier eine Kiste zum Plündern? Nein, das war jetzt einfach nur dieser blöde Brief. Und das war's. Und ab jetzt Roleplay. Du spielst einen Cowboy, der nicht lesen kann. Und los. Wenn du mit dem Zettel fertig bist. Okay, wenn ich mit dem Zettel fertig bin, kann ich nicht mehr lesen. Dann dürfte ich aber auch nicht Tagebuch schreiben, weil, wenn wir hier gucken, der Arthur führt nämlich regelmäßig Tagebuch. Ist mir letztens aufgefallen. Ja. Vielleicht malt er einfach Buchstaben. Das kann ja auch sein. Welche Kisten? So, ja, genau. Was hatte ich gemeint? Wir haben im Lager ein klein paar Veränderungen. Also ein paar Veränderungen. Zum einen sind die Zelte, in denen die Leute untergekommen sind, die sind jetzt ein bisschen besser. Das bringt zum Beispiel, dass die Leute sich besser um das Lager kümmern. Oh. What? Ja, Susan. Gewürze. Gewürze. Nö. Psst. Wie weit verbreitet war das Lesen in den Leuten im Wilden Westen? Eher nicht so verbreitet. Also die meisten konnten eher nicht lesen. Also so wie ich das jetzt mal
wie ich es mal gelesen habe. Genau, nicht sehr verbreitet, richtig. Also die wenigsten konnten lesen, weil sie ja auch keine Schulen oder irgendwie sowas besucht haben. Also rein theoretisch konnten fast nur die Leute mit Geld, also die Reicheren, konnten lesen, weil die dann halt auch meistens in irgendwelche Privatunterricht oder an Schulen, die es auch gab, aber halt eben nur in Städten, also in größeren Städten, da haben sie das dann gelernt, aber ansonsten die wenigsten. Die wirklich wenigsten. Genau. So, ja. Also, in dem Lager ist neu. Wie gesagt, die Zelte sind ein bisschen schöner jetzt geworden. Das heißt, sie kümmern sich auch um das Lager jetzt ein bisschen besser. Sie zahlen halt Geld in die Kasse ein. Sie kümmern sich um Essen. Sie kümmern sich um im Prinzip alles, was im Lager so anfällt. Genau. Was ist noch neu? Der Wagen hier hinten, wo wir Essen schlachten lassen können, beziehungsweise wo wir Essen hinbringen können, ist jetzt auch ein bisschen aufgepimpt. Und wir können uns jetzt hier selber mit Sachen eindecken. Zum Beispiel kann ich hier Dosenobst mitnehmen. Ja. Aber all diese Sachen, die ich mir jetzt hier mitnehme, die gehen, wenn man nach oben rechts schaut, da sind ja diese drei Icons. Das einmal das, ne? Kann ich nochmal was einnehmen? Genau, hier. So, einmal das Plus, einmal diese, ne, das Türmchen und einmal die Keule. Genau, das Plus ist halt eben für normal, für Verbandsmittel, also für Arznei und so weiter. Das Türmchen ist für Munition und Essen ist für Essen. So, das Lager braucht halt eben auch Essen. Und je nachdem, wie gut sie halt versorgt sind, umso besser geht es ihnen halt eben auch, ne? Da musst du halt nicht jagen gehen oder sowas. So, eine Wort im Camp wäre vielleicht noch praktischer, die kann man in Dosen lagern. Da kann man Dosen einlagern. Ja, kann man. Ja, eine Vault, ja. Eine Vault wäre nicht verkehrt, auf jeden Fall. Aber zu dem Zeitpunkt irgendwelche unterirdischen großen Keller auszuheben, hatten sie nicht so das Gerät für. Mr. Morgan. Was willst denn du schon wieder? Mr. Morgan. Ja, Sufkop. Reverend, I just want to thank you for saving my life. Gerne. The liquor is not my friend, ja, ja. Mr. Morgan, it really isn't. Das hast du schon mal gesagt. Don't worry about it. You're a fine man. Now, lying on the other hand, that really is a sin. Gut. Ja, ja, richtig. Kleine handliche Stangen, die große Löcher machen. Das auf jeden Fall, aber sie konnten es nicht so sehr gezielt einsetzen, wie man das heutzutage zum Beispiel machen kann, dass man sagt, ich möchte jetzt eine Schneise in irgendeinen Fels reinsprengen oder sowas. Die haben halt einfach das Zeug da reingestoppt und gesagt, ja gut, Fels ist hinterher weg. Ne? Also so richtig die großen Bagger und sowas hatten sie ja nicht. Mussten sie halt alles per Hand ausgraben, beziehungsweise dann halt mit einem Pferd oder irgendwie sowas da versuchen rauszuholen. Ne? Also mit irgendeinem Pferdegespann oder irgendwie sowas. Also großartig tief buddeln konnten sie nicht so wirklich, weil sie auch nicht die Materialien hatten, um oberhalb das abzustemmen. Nicht so gut zumindest. Genau, was ist noch neu im Lager? Jetzt muss ich mich gerade mal umschauen. Unter anderem, wie gesagt, der Wagen, wo wir das Essen abliefern können. Das Zelt hier von Dutch ist ein bisschen besser geworden. Das, wie gesagt, trägt auch der Moral bei. Ja. Bla. So, dann habe ich meine Behausung hier ein bisschen verbessert. Das führte dazu, dass wir von hier aus jetzt schnell reisen können. Dazu muss ich jetzt hier einfach an die Karte gehen. Kannst Schnellreise nicht benutzen, da dein Pferd zu weit weg ist. Na toll. Sadly, he's just a younger version of you. Please don't say that to me, Dutch. Oh, it's true. It's true. Das muss ich erst mal kurz lesen, was du von mir willst. Die sogenannte gemeine Kurzschnur-Schnatterschlange. Kabautz. Schön. Ja, herrlich. Genau, das ist noch ein bisschen verbessert. Wir können uns, wie gesagt, von hier aus jetzt schnell reisen, wenn das Pferd wohlgemerkt da ist. Außerdem können wir uns jetzt hier mit Munition eindecken. Hier hinten liegt jetzt jede Menge Muni rum, auch Pfeile und sowas. Da können wir uns jederzeit was mitnehmen. So, dann sind hier hinten, die, wie gesagt, die Zelte sind noch neu. Was gibt es noch? Wir haben jetzt hier eine, ich nenne es mal Pferdeverwaltungsstelle, bla, wie auch immer. Dazu muss ich einfach nur hier hingehen, also eine Pferdestation.
Schnatter. Was? Genau. Und dann kann ich nicht auf das Pferd steigen, halt, falsche Taste. Huch. Und dann kann ich mir ein Pferd zurückholen. Also das geht jetzt von hier aus auch, was ziemlich praktisch ist. Und wir haben noch, was dann noch hier drüben steht, eine... Na komm, lauf mal ein bisschen schneller. Im Lager kann man leider nicht rennen. Das ist ein bisschen doof. Macht es umso ein bisschen schwieriger. Wir haben jetzt noch hier dieses kleine, niedliche Hühnerhäuschen. Das sorgt auch dafür, dass unsere Mahlzeiten, die wir an diesem Teil, wo jetzt gerade kein Topf dran hängt, dass wir diese Mahlzeiten, die wir da einnehmen können, ein wenig gehaltvoller sind. Ich weiß zwar nicht, warum Eier in dem Fall in den Eintopf reinkommen, aber okay, vielleicht Eierstich. Ich weiß es nicht. Genau, aktuell ist aber gerade kein Eintopf da. Deswegen müssen wir ohne auskommen. Ich könnte aber rein theoretisch mal, genau das mache ich mal fix. Ich lege mich gerade noch mal kurz hin, dass wir es nach dem Mittag haben. Und dann können wir uns noch einen Eintopf schnappen. So, einmal kurz ratzen. Abends, genau, gehen wir nach abends. Ja, wie spannend, ja, Entschuldigung. Ich wollte halt nur mal zeigen, was man alles machen kann, beziehungsweise was es bringt. Also, wie gesagt, man kann es halt so ein bisschen ausbauen. Dass sich das Spiel nicht interessiert, ist mir schon klar, Sophia. Ist mir völlig klar. Aber es kommen vielleicht auch noch Sachen, die dich dann irgendwann mal interessieren. Also, andere Spiele meine ich. Wo dann andere Leute sagen, oh, das ist nicht so meins. Ne? Ich hatte ja zum Beispiel mal überlegt, noch Life is Strange zu machen. Also zwei. Den ersten hatte ich schon durch. Macht dann keinen Sinn, das nochmal zu machen. Ja, ich möchte jetzt nicht so viel vorgreifen. Outlast, oh Gott. Dazu müsste ich aber eigentlich erstmal mit Resi durchkommen. Mr. Morgan, das hast du mir eben schon mal gesagt. Geh weg. Also Outlast habe ich auch da. Aber... Geh weg. Trunkenbold. So, wir nehmen uns mal fix ein Eintöpfchen oder zwei Töpfchen. Dann füllen sich nämlich unsere Helfbalken wieder ein bisschen auf. Du willst mich schreien hören wie ein kleines Mädchen. Okay. Kannst du haben. So, jetzt einmal das weg. Haben wir das ein bisschen wieder aufgefüllt. Und jetzt gehen wir zur Gisela. Beziehungsweise ich kann rein theoretisch auch... Ich mache die Schnellreise. Genau, ich mache die Schnellreise. Hier können wir jetzt 5 Fingerfilet machen an dem Tisch. Das ist hier das mit diesem Messer und zwischen den Fingern und so. Das ist auch ein bisschen blöd. Wie, wir müssen Essen auftreiben. Ist doch noch genug da. Ui, da werden sich die Leute freuen. Denn ihr füllt die Helfbalken auf. Heilbalken auf. Ich spüre, heute ist schon Freitag. Hä? So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hin muss. Ich glaube, das war... Wie hieß das Nest? Also nur, um es nochmal zu zeigen, das ist die ganze Karte. Wir befinden uns hier. Und der Rest ist halt die ganze Karte. Hier oben alles. Ich habe hier unten das noch nicht aufdecken können, weil wir da noch nicht hinkommen. Aber, also das ist, die Karte ist echt verdammt riesig. Unfassbar. So, wir müssen nach Strawberry. Genau. Dann reiten wir mal nach Erdbeere. Wenn wir da hinkommen. Ja, kommen wir. Sehr gut. Dann erspare ich euch nämlich schon mal den Ritt dahin. Das dauert nämlich immer ewig. Ich verstehe immer noch nicht, was er von mir wollte. Den Heilbalken. Nicht den hier, ne? So. Mit dem falschen Arm aufgestanden und so. Nein, nein. Keinen Fall. Ach ja. Ach ja. Es ist halt, was ich halt auch nicht verstehe, es gibt viele Leute, die zum Beispiel sagen, das Spiel sieht halt nicht schön aus oder es hat matschige Texturen oder was auch immer. Wo ich mir dann immer sage, ja, es ist noch nicht für einen PC rausgekommen, wenn es denn überhaupt für einen PC rauskommt, was aber wahrscheinlich passieren wird. Und es ist eine riesige Spielwelt und es sieht, also aus meiner Sicht sieht es halt echt verdammt gut aus, aber
also manche wollen dann halt scheinbar immer meckern. Keine Ahnung. Es gibt fast nichts zu meckern. Klar gibt es hier und da ein paar Bugs. Das hast du bei so einem riesigen Spiel halt nun mal. Das ist halt nicht alles bugfrei. Es gibt kein Stück Software, das keine Bugs hat. Und selbst das simpelste Programm hat Bugs. Das war schon immer so gewesen. Es wird immer so sein. Western Settings einfach nicht meins. Ist doch vollkommen okay, Sophia. Ist doch vollkommen okay. Das Spiel in einer anderen Zeit spielen wir, das ist vielleicht was anderes. Ja, wie gesagt, guck dir GTA an. GTA spielt ja in der Neuzeit. Aber da sagst du ja auch, dass das nicht so deins ist. Eine DLC, Red Dead Redemption in Space? Nein. Nein. Das würde Tim machen. Red Dead Redemption in Space. Aber wenn es Pen and Paper wäre, dann wohlgemerkt. So. Tetris? Cowboy Aliens. Na, entweder das oder. Was waren das nochmal? Weltraumenten? Space Cowboy, ich sag nur, wie hieß es doch gleich? Wie hieß die Serie? Verdammt! Komm nicht drauf! Hilf mir mal! Wie hieß sie? Oh, ich komme nicht drauf. Verdammt! Serenity, richtig. Serenity, großartig. Eine richtig, richtig geile Serie. Shiny. Ich habe sie geliebt. Ach, schade, dass sie nur so wenig Episoden hat. Zum Glück haben sie ja noch am Ende den Film dazu gemacht. Der leider der ganzen Story überhaupt nicht gerecht wird, weil er viel zu kurz ist. Ja, aber, naja. Was willst du machen? Wenn da irgendwelche Entscheider sagen, ne, es wird jetzt abgesetzt, dann wird es halt abgesetzt, ne? Tja, das ist halt mit vielen Serien und Filmen und Krams so. Leider. So. Ja? Hallo, Sir. I've come from Blackwater. I'm on the trail of a dangerous gang. Tom O'Driscoll. Heard you had some sort of incident. We don't deal with bounty hunters around here, son. I was just wondering if I could get a description. Well, they weren't friends. They got in a fight, two men got killed. Now, one of them's an idiot, the other's some kind of dumb mick, so maybe them's your boys. You can look right enough when we hang them. Thank you, Sheriff.